Ja, okay. Ich war echt neugierig, was das eine bringen würde. Ich habe 2 Punkte frei. Redegewandtheit funktioniert nie. Nie. Deshalb nochmal erhöhen. Und Psychologie auch nochmal erhöhen. Ja. Danke. Unser Verstand ist völlig im Arsch, Mann. Obwohl das Schild immer noch stabil steht, das ist mega seltsam. Gefangen im Wahnsinn. War der Tod von Colden eine Halluzination? Oder ist es das einzige Aufblitzen der Wahrheit? Im immer größer werdenden Wahn, der Edward Pierce Verstand umfängt, der Detektiv hat sich Zugang zum Riverside-Institut verschafft, um der Ärztin zu helfen. Sofort griff ihn der Schlurfer an. Die Flucht führte ihn durch ein verändertes Krankenhaus, dessen Architektur den Gesetzen der Physik nicht mehr folgte. In einem Operationssaal fand seine Konfrontation mit Fuller ein jähes Ende, als Coldens Leichnam sich aufrichtete und Pierce angriff. Es ist so mega strange. Studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Na gut, unsere Laterne funktioniert. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Hey. Ja, was ist da los? Okay, alles klar. Hey. Gut. It was in your... Habe ich da, muss ich jetzt nochmal Punkte verteilen, oder? Ah ja, tatsächlich. So. Nochmal das anschauen. So, weg damit. Wen haben wir jetzt hier noch? Mary Colden, verstorben. Sarah Hawkins, lebt. Tod. Tod. Orte. Riverside Institute. What the fuck bist du denn? Aufstieg. Wenn sie das Fleisch der Sterne verzehrt und die Verwandlung überlebt haben, so werden sie ihrem neuen Meister näher als je zuvor in seinen Totenschlaf eintreten und nur bei seinem Ruf erwachen. Sie werden die Erweckten genannt. Auszug aus dem Necronomicon von Abdul Al-Hazred. Guck, der Abdul Al-Hazred, verdammt. Kutlubu! Fungalui! Mgwamf! Cthulhu! Rle! Vgangl! Ftagen! Habt ihr es verstanden? Ja, ich nicht. Oh ja, wir haben mega viel. Symbol der Alten. Die Menschen entdeckten ein schützendes Symbol, durch dessen Macht man sich dem Blick der Wesen des Mythos entziehen konnte. Sie ritzten es in ihre Schmuckstücke, malten es auf ihre Haustüren und stickten es auf die Kleidung ihrer Kinder. Erst später verstanden sie, dass das Symbol seine Macht auch auf die Türen der versunkenen Stadt ausüben kann. Auszug aus dem Necronomicon. Necronomicon! Die folgenden Worte sind nicht meine eigenen. Sie wurden mir in meinen Träumen und Trancen von den mächtigsten Seelen des Kosmos mitgeteilt. Ich nutze diese immer weniger werdenden Momente der Klarheit und die Bruchstücke unglaublichen Wissens niederzuschreiben, die Nacht für Nacht meinen gebrochenen Geist überfluten. Ich kann diese Wissensfetzen der Welt nur in der Hoffnung hinterlassen, dass sie die Menschen leiten mögen. Aber ich fürchte, dass diese unheiligen Worte die Seele all jener beflecken werden, die es wagen, diese verfluchte Sammlung zu öffnen. Denn genau wie Gefangene, deren Geständnisse auf ihre eigene Haut geschrieben wurde, werde ich mein Erbe über die Zeitalter hinweg schützen. Auszug aus dem Necronomicon von Abdul Al-Hazred. Hohepriester. Der Ruf kann nicht ohne Führer vollzogen werden. Der Führer muss nicht sehen oder hören können. Er ist dem großen Alten, dem er dient, vollkommen verpflichtet. Er wird das Orakel finden, er wird den Wahrheitssuchenden verfolgen. Er offenbart nicht und erklärt nicht, er beobachtet. Und wenn die Sterne richtig stehen und der Tag des Erwachens kommt, dann wird er seinen Platz einnehmen und den Ruf führen. Auszug aus dem Necronomicon von Abdul Al-Hazred. Hey, das hört sich so ein bisschen an, als ob das hier der Hawkins wäre. Auch ein bisschen wegen den ganzen Tentakel hier. Und auch wegen der Maske, die haben wir schon mal gesehen. Und die, das Orakel, das könnte Sarah Hawkins sein. Der Wahrheitssuchende, das könnte Edward Pierce sein. Passt halt sehr gut. Sieht halt mega ekelhaft aus, gell? Ja. Hinweise? Keine. Lampe? Ja. Studio.
What? You painted me. That's where you saw me. Of course. Ja, aber was machen wir jetzt? You mean the guards? This way. Follow me. Ja, und jetzt? What the? Oh no. What are you doing? Just you wait. Just you wait. Was soll ich machen? Geradeaus weiterlaufen? Verdammt. Okay, nicht zurücklaufen. Oh, das darf ich alles nochmal machen. Mann. So, hier, guck mal. Zack. Zack, zack, zack. Bam. Das angucken, bam. Hier, tot, tot, bam. Orte, bam. Okkult. Zack, 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 bam. Lampe, bam. Wissen. Bam, boom, bam, boom, bam. Okay, jetzt haben wir alles, oder? Ja. In your studio. What? You painted me. You painted me. Of course. Und sie ist auf einmal weg. Das ist auch das mega Kranke. The men in white are coming. The men in white. You mean the guards? This way. Follow me. Ja, wohin? Du stellst dich da nur in die Ecke und dann bist du ganz cool oder was? What the? Oh no. Hey. Wie kommst du auf einmal dahin? Sarah, Mann. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. Hey, das sag ich doch schon von Anfang an. Time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. Aber was willst du jetzt? Willst du die Maschinen ausstellen? Diesen grünen Schimmer loswerden. Geh mir aus dem Weg, Frau. I'd be better off finding a tool. Wo soll ich jetzt ein Werkzeug herbekommen? Perfekt. Ein Schürhaken. Wenn wir mehr Skill hätten in Stärke, hätten wir es auch alleine geschafft. Alright. That should do it. Let's move. Crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Edward! Nobody tells me what to do with my wife. How dare you? No. Why should I let you? Oh my God. Sie sind zu unfähig.
throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? Sie hat sich verletzt. Magic. The bookstore. How did you know that? It does not matter. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, Detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. Kapitel 9. Willa Hawkins. Nach dem Tod von Colden dringt Pierce, geplagt von Halluzinationen, weiter in das Riverside-Institut vor und entdeckt Sarah Hawkins lebendig und als Gefangene von Dr. Fuller. Das letzte Gespräch zwischen Charles Hawkins und seiner Ehefrau offenbarte, dass er versuchte, sie vor dem Einfluss des Mythos zu bewahren. Er warnte Pierce, sollte Sarah den Verlockungen des Kults erliegen, so verlöre sie jeglichen freien Willen und ermögliche dem Kult, seinen Plan umzusetzen, einen uralten bösen Gott zu beschwören. Nun muss Pierce mehr über Sarah Hawkins und ihre Absichten erfahren und einen Weg finden, sie zu beschützen. Alter. Wieso hat er die Axt nicht mitgenommen, verdammt? No parent should have to bury their child. Knowing it's me that put him there. The guilt. Guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted.
things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine! It's over now. Oh mein Gott, was war das denn jetzt gerade am Ende nochmal? So, piau, da sind wir wieder. Okay, was machen wir jetzt? Hey, guck mal, da sind wir voller Profi schon mittlerweile. Verdammt, hätte ich noch irgendwie ein Buch finden können im Institut? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Redegewandtheit, es funktioniert nie, Redegewandtheit. Deswegen mache ich es ja nochmal. Da sind wir schon ziemlich gut. Komm, ich mach Experte, Mann, verdammt. Scheiß drauf. Verstand? Oh, guck mal, wir sind völlig am Ende, Mann. Charles Hawkins. Da, schade, da fehlt mir was. Cool, ein Schürhaken. Richtig gut. Algernon Drake ist da. Alter, Finde, okay. Ich weiß nicht, meinen Sie es wirklich Cthulhu? Ich gehe mal davon aus, oder? Aber das Wesen, was wir die ganze Zeit da sehen unter Wasser, das ist nicht Cthulhu. Und wer ist dieser Leviathan, der immer mit Edward spricht? Mr. Pierce, we were waiting for you. Hallo? Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Okay. Du verrückter Typ, Mann, wie du aussiehst. Gut, Sarah. What the fuck, Sarah, was war das? Quatschen wir mal ein bisschen, oder? Different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Warum nicht? Okay, Psychologie kann ich noch nicht machen, weil es Experte ist. Sie und Drake haben etwas vor. Es ist der Schlurfer. Es gibt einen Kult auf Darkwater. Charles ist tot. Können wir machen mal das hier. I saw everything.
The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No, you're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Ich würde dir gerne helfen. Was ist das denn? FST-Bedingung gültig. Ich würde es zu gern machen, gell? You can't give up. Even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Was hat er da gesagt? Weil ich hätte jetzt, wenn es jetzt nicht da gewesen wäre, diese Frage, und meine Neugier nicht so stark gewesen wäre. Preis der Wahrheit. Während Pierce Verstand schwächer und schwächer wird, eröffnet ihm seine erhöhte Sensibilität für das Okkulte neue Wege. In manchen Fällen kann er versteckte Wahrheiten aufdecken, wenn er mit den Bewohnern der Insel spricht. Wie bei allen, was mit dem Mythos zusammenhängt, haben die Fähigkeiten ihren Preis. Aha. Jetzt bist du auf jeden Fall tot, Mann. Bleib tot. Gut, wir quatschen mal mit Algernon. Wo war das Büro? Wisst ihr das noch? Da hinten, gell, war das? Ah, da bist du ja. Hey, Kollege. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something, an amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Okay, wenn ich das hier mache, dann werde ich wahnsinniger. Er hat den Dolch an Sanders verkauft. Ein Dimensionsschlurfer. Er muss einen Plan haben, um ihn loszuwerden. Dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Yeah, this creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture, in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality.
and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Absolut. Das will ich nicht machen. Ich will nicht meinen Verstand verlieren. Es muss einen Plan haben, um ihn loszuwerden. Er muss einen Plan haben. Genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. Gut. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Hrie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Absolut. What? Die habe ich schon mal gesehen. Die habe ich schon mal gesehen. Diese Büste. Die war oben. Komme ich da jetzt endlich lang? Ja, perfekt. Wenn ich mich nicht täusche, war die hier. Nee, Moment. Nicht im Kinderzimmer, sondern hier. Da ist sie. Was ist das? Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich das schon mal gesehen? Wir untersuchen mal hier alles. Jetzt wird es langsam richtig interessant. Was Sarah Hawkins telling the truth? Kurz mal rekonstruieren. What kind of ritual was she preparing? Ermittlung? Was the painting of the Shambler displayed here? Wow, komm. Okay, was haben wir hier? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. Ohne Witz. How did she survive her encounter with the Shambler? Wie hat sie das gemacht? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Sie zeigt dir die Faust. Komm doch her, Mann! Okay. Was haben wir hier? Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Habe ich alles? Ist das auf jeden Fall kein Symbol, also ich kann mal einfach mal aufhören. Wieso hat sie das Ding gerufen? Das ist mega strange. If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it.